Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer weiteren Folge von eStock TV, heute mit dem Thema, James Bond Thema, gefährliche diplomatische Eskalation, wo führt das hin? Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema gefährliche diplomatische Eskalation. Wo führt das hin? Ja, wir befinden uns mitten in einem James-Bond-Krimi, der nun nicht für den neuen Kinoerfolg sorgen soll, sondern live gespielt wird. Erstmal die Skripal-Giftattacke mit Nervengift. Das ist ja auch etwas, was sich James Bond hätte selbst aussuchen können. Auch die Briten können natürlich so etwas mal organisieren, dieses Gift. Und dann gibt es so False-Flag-Attacken. War es nun wirklich, das wäre nun fast zu eindeutig, der russische Geheimdienst oder gar Putin, wie albernerweise die britische Regierung vermutet. Natürlich können auch Russen dahinter stecken, es können auch mafiotische Strukturen auch von Russland, kriminelle Vereinigungen, alles ist möglich, aber man weiß nichts und schon wird Russland wieder verurteilt und es kommt eine gefährliche diplomatische Eskalationsspirale in Gang, die noch nicht beendet ist. Und wo führt das hin? Wann kommen sie wieder zurück, die ganzen Diplomaten, die jetzt ausgewiesen werden, massenweise, auch von russischer Seite, über 50 und vier Deutsche dabei. Alle schließen sich an, gleich Frankreich, Deutschland gegen das, was da in Großbritannien vermutet wird. Sind ja alles nur Vermutungen, dass dieses Nervengift noch in russischem Besitz ist und dann quasi von Putins Anordnung, dümmer könnte ja wohl nicht sein, kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft sich nur noch so ein Eigentor ins Tor zu legen. Das war es eigentlich schwer vorstellbar. Aber es kann natürlich von russischer Seite kommen, wie ja jetzt auch 14 weitere Tötungen auf englischem Boden untersucht werden im Nachhinein. Das ist in der Tat alles James Bond. Das sind Geheimdienstaktivitäten. Wir wissen ja, was wir von Geheimdiensten, auch von amerikanischen Geheimdiensten zu halten haben. Ja, ganz klar Massengift dort vermutet haben im Irak und daraufhin einen Krieg losgelöst haben, der im Grunde diese ganze kriegerische Eskalationsspirale in Gang gesetzt hat. Danach kam ja erst diese Revolution und dann kam auch der Syrienkrieg, der Jemenkrieg tobt ja immer noch. Jetzt haben wir in Palästina wieder, die wollen zurückkehren auf ihren eigenen Boden. Man kann schon fast sagen, kriegerische Auseinandersetzung, wenn der Grenze geschossen wird, wann geht es wieder los in der Ukraine? Wir leben eigentlich in einer sehr unsicheren Zeit und dann kommt Trump noch mit diesem Handelskrieg. Nun, viele sagen, das ist kein Krieg, sicherlich ein richtiger Krieg, den erleben wir in Jemen und in vielen Plätzen der Welt momentan, aber daraus kann auch, und so entstand der Krieg im Ersten Weltkrieg, der Zweite, wenn man will, so will, auch fast, nämlich wenn man aus der Not geboren ist und nach einem starken Führer sucht und dann möglicherweise in der Außenpolitik oder in kriegerischen Auseinandersetzungen den Erfolg sucht, dann haben wir das Dilemma, was wir jetzt im Grunde schon haben. Also Trump hat Zölle erhoben, Sie wissen es, das war ja mein letztes Thema, wird aus einem Handelskrieg ein richtiger Krieg. Wir nähern uns leider diesem Thema immer mehr. Nun, Sie wissen auch, da gibt es ja, das ist ja ein Kindergarten, politischer Kindergarten, wie du mir, so du mir. Dann mache ich das Gleiche auch. Das waren ja die gleichen mit diplomatischen Ausweisungen von Diplomaten. Das ist ja das Gleiche, in etwa der gleichen Zahl, wie man ausgewiesen wurde von russischer Seite, weist man dann andere Diplomaten aus. Nun das Gleiche von China, die Retourkutsche kommt ja prompt. 128 US-Produkte sollen mit höheren Zöllen belegt werden. Ja, wie geht das weiter? Wohin führt das alles? Und wo wird gestoppt? Und wo kommt es wieder zu einer Normalisierung der Beziehungen, auch der diplomatischen Beziehungen? Dann sagt er immer auch bei diplomatischen, wir wollen den Dialog nicht abreißen. Ja, warum spricht man nicht vorher mal direkt und warum lässt man nicht, bevor man
solche unsinnigen Aktionen macht, da erstmal die Aufklärung, das ist ja ein Kriminalfall und daraus hat man einen großen, ja, einen diplomatischen Gefall, vielleicht möglicherweise auch initiiert, von welchen Seiten auch immer. Geheimdienste gibt es auch in natürlich Großbritannien, das ist ja James Bond, den gibt es in Amerika mit dem CIA, die ja mehrfach Kuba, Sie wissen das, Fidel Castro mehrfach versucht haben, mit Gift Zigarren dort ihn zu vergiften und so weiter. Also es gibt eine lange Liste vom israelischen Geheimdienst, will ich gar nicht reden, die ja auch schon mehrere Mordattacken gemacht haben. So was gibt es nun mal. Trotzdem waren es nie diese Sanktionsspirale, die da in Gang gesetzt wurde. Auch als Amerika versucht hat, Fidel Castro zu ermorden, gab es das ja nicht. Oder als israelische Geheimdienst Ähnliches gemacht hat. Nun, wir leben, wie gesagt, jetzt in einem Kindergarten, politischen Kindergarten. Der eine reagiert genauso wie der andere. Und der EU wurde nun ausgelassen, Gott sei Dank. Da hat man nochmal gut verhandelt. Aber das stand ja auch kurz davor, dass dann die Autos auch in Europa mit höheren Zöllen belegt werden. Wenn dann tatsächlich die EU, was sie angedroht hatten, auch mit höheren Zöllen, auch von der Harley-Davidson und was auch immer, Whisky, amerikanischen Whisky, belegt werden. Also das ist alles Kindergarten für mich. So kann man nicht miteinander umgehen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser wirren Zeit, ist sehr wichtig, klaren Kopf zu behalten. Ob Trump den hat, weiß man nicht. Immerhin trifft sich Trump mit Kim. Kim ist vorher nach China gereist und hat gewissermaßen da schon mal im Vorfeld abgeklärt, wie das Gespräch laufen soll. Und China ist ja weiter der Unterstützer von Nordkorea, Russland im Grunde auch. Also auch da sind es indirekte Kriege. Es gibt nicht nur diese direkten Kriege, sondern eben auch Cyberkriege. Auch das wird ja weiter untersucht. Das ist auch eine spannende Geschichte. Hier ist Nawalny gerade untersucht, der Rechtsanwalt, der nicht zum Präsidentschaft zugelassen wurde in Amerika. Und da hat er nun eine Escort-Lady, Frau Röpker, benannt und auch ein Video da gemacht, dass der sich nun mit Deripaska und mit dem Vizepremier von Russland getroffen hat und dann aber auch mit den Ex-Wahlkampfmanager von Trump. Also auch das ist eine interessante Geschichte, die nochmal hochkochen wird und kommt es auf Beweise an. Auch da wird sicherlich weiter untersucht werden. So, also wir haben Cyberkriege, wir haben Handelskriege, wir haben Informationskriege, wir haben aber auch Börsen, die noch einigermaßen gelassen, die haben nachgegeben, reagiert haben. Wir haben den DAX bei 12.129. Über Ostern wurde nicht gehandelt, aber Wall Street wird jetzt schon wieder gehandelt. Wir hatten die letzten Zahlen nochmal, DAX 12.129 über der 12.000er Marke, da kämpfte mit plus 1,4%. Der Ostdax hat sich auch ein bisschen erholt bei 3.375 plus 1,2%. Vorher aber stark gefallen, wir wissen das alle, im Vorfeld, als dieser Handelskrieg sich androhte und dann tatsächlich auch ausgesprochen wurde am Freitag. Der Dow Jones bei 24.103, wichtige Marken übrigens beim DAX, 11.800 und Dow Jones 23.000, sind wir jetzt ein bisschen von entfernt, aber können wir ganz schnell wieder hinkommen, wenn das tatsächlich eskalieren sollte, die angedeuteten diplomatischen Eskalationen und auch die Eskalation im Handelskrieg, die noch bevorstehen können. Der Nasdaq hält sich ja noch mit am besten bei 7.063, obwohl Facebook ja da auch ein Datenproblem hat und weiter haben wird, aber hat sich auch ein bisschen gefangen. Der Nikkei Index bei 21.585 würde natürlich 5.585 würde natürlich im einen Handelskrieg auch schlecht abschneiden. Eine Exportwirtschaft, genauso wie Deutschland, würden besonders darunter leiden. Aber noch sind wir nicht im einen Handelskrieg, sondern mit Zöllen, da hat er auch die Europa ist eines der protektionistischen Regionen der Welt, wo sie auch Landwirtschaft aus Afrika ausgrenzen war, aber das ist ein anderes Thema. Der Shanghai Composite Index, der ja auch gefährdet wird, meist nach dem Fall, gibt es so ein Plunge Protection Team, immer wenn diese Marken kommen, beim Dow Jones meinetwegen Richtung 23.000, gibt es auch immer wieder Käufe über Future-Märkte, der chinesische Markt soll auch gestützt worden sein, ist bei 3.068, aber gerade die beiden sind ja jetzt dabei, sich gegeneinander handelsmäßig zu bekriegen, China und USA zur Unzeit. Mal sehen, wie es weitergeht. Osteuropa lief ja bisher sehr gut. Wenn man so will, der sichere Hafen ist nicht der Dow Jones, auch nicht der DAX, der ist ja Minus, sondern viele Börsen Osteuropa. 9 Börsen Osteuropa, und das können Sie nachlesen im E-Stock-Tens, haben klar den DAX und Dow Jones outperformed.
ich kann dir das mal nennen, wo die Oasen der Stabilität sind. Rumänien plus 12,9%, der BET-Index oder auch der ROTX-Index, gibt es auch Index-Zertifikate darauf. Die Ukraine, PFDS-Index plus 11,9%, auch da steigende Kurse, obwohl die Weltbörsen gefeiert sind. Wir haben Kasachstan plus 9% an die 10%, KTX-Index, auch Kunstprodukt der Wiener Börse. Wir haben Russland, den russischen Markt auch noch relativ stabil mit plus 8%, RT ist bei 1242. Wir haben Bosnien mit plus 6,3%. Wir haben Estland mit plus 5,9%, wir haben Litauen mit plus 5%, wir haben Lettland mit plus 3,7%, Slowakei plus 3,6%, Tschechien plus 4,6%. Also viele Börsen, 9 Börsen aus Osteuropa, die den DAX klar outperformt haben. Nicht nur deswegen, E-Stock Trends, 3 Ausgaben zur Probe, kosten nur 15 Euro. Jetzt sollten sie zuschlagen in Osteuropa, auch bei russischen Aktien, obwohl wir da ja die besprochenen diplomatischen Eskalationen momentan haben. Aber wir haben den Brentölpreis wieder nahe 70 US-Dollar. Das stürzt natürlich den russischen Aktienmarkt. Wenn wir über 71 US-Dollar gehen sollten, dann haben wir so gute Chancen für den russischen Aktienmarkt. WTIs bei 65 US-Dollar. Ich glaube allerdings, kommt immer mehr amerikanisches Öl auf den Markt und das wird natürlich den Brentölpreis auch mal wieder drücken. Wir haben den Euro und Rubel. Aufgrund dieser diplomatischen Spannungen ist er wieder gefallen, der Rubel. Oder der Euro ist gestiegen auf 70,88. Also leichte Währungsverluste mal wieder. Aber gegenüber dem US-Dollar hat er sich ganz gut behauptet. Der Rubel, der Euro in den US-Dollar ist bei 1,22. Aber wir eigentlich einen etwas stärkeren US-Dollar jetzt. Moment, wir haben den Bitcoin, ja, sollte man auch vorsichtig sein, bei 5.693. Wir waren hoch schon bei 15.000 Euro. Also da kann es weiter runtergehen. Wir haben Gold bei 1.326, konnte bisher noch nicht so profitieren von den ganzen Schlamassel, den wir haben, den Kindergarten, diesen politischen Kindergarten, bezeichne ich ihn mal mit, ja, wenn du mich ärgerst, dann ärgere ich dich natürlich auch. Silber bei 16,43. Wenn wir Gold über 1.370 gehen, dann haben wir einen Ausbruch nach oben, vorher nicht. Das kann sogar noch mal Richtung 1.300 gehen. Der Silber genauso pendelt so zwischen 16 und 17 US-Dollar, geht gegenwärtig bei 16,43 US-Dollar. Dafür ist Nickel stark gestiegen und Norilsk Nickel will ich mal kaufen. Die sind jetzt so bei 15,13 Euro. Vielleicht kriegen wir die noch unter 15 Euro. Ich glaube an Nickel, weil eben Elektroautos gebaut werden. Ebenso wie Kobalt. Wir sind jetzt stark gestiegen, aber Norilsk Nickel produziert eben auch Kobalt. Nickelpreis bei 13.370 war vor kurzem plus 3%. Mal sehen, wie er heute ist. Kupfer war ja auch stark gefallen. Ja, wenn wir keinen Handelskrieg kriegen, dann sind die ganzen Industriemetalle natürlich auch gefährdet, weil dann nicht mehr so viel gebraucht wird davon. Aber wie gesagt, Osteuropa. ROTX Index 10.947. über 10%, KTX Index 451, auch die sollten sich mal angucken, wir haben hervorragende Chancen und vielleicht, da ist ja auch nicht so viel Geld reingeflossen, haben wir da weiterhin die Outperformance-Chancen, also achten Sie weiter auf Osteuropa und beobachten Sie das oder auch kaufen Sie mal die eine oder andere osteuropäische Aktie. Nochmal, wir haben also drei gefährliche Momente momentan, einmal Russland, die Spannung mit Großbritannien, wo sich Amerika sofort solidarisiert sind, haben viele, möglicherweise sich auch abgesprochen. Wie gesagt, 50 Diplomaten werden da ausgewiesen für Deutsche. Wir haben dort, Sie wissen das mit Sarajevo, das genauso mal anfangen, da war so ein Mann gestorben. Daraus wurde der Erste Weltkrieg. Ich will nichts befürchten und ich will da auch nichts an die Wand malen. Aber cui bono, wem nützt eigentlich also so ein Tod da kurz vor der Präsidentschaftswahl? Das sollte man mal genauer überlegen. Auf jeden Fall ein weiterer Bestandteil des Kalten Krieges zwischen den USA und Russland und zwischen Großbritannien, wo die Atmosphäre ja im wahrsten Sinne des Wortes ohnehin schon lange vergiftet ist. Wir haben diesen Handelskrieg mit USA, China nochmal als zusätzlichen Belastung für den Aktienmarkt. Diese Strafzölle im Volumen von 50 Milliarden US-Dollar seitens der USA gegenüber China und jetzt die neuen Zollbestimmungen von China, 128 Großprodukte. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu dieser Cyberkrieg, der noch nicht beendet ist, mit dieser möglichen Wahlbeeinflussung der Russen. Klar, die Amerikaner haben auch den Wahlkampf beeinflusst, als Jelzin zur Wahl gewählt werden sollte. Da wurde aufgehört, ja, kein Fall einen Russen da haben, also einen Kommunisten, sondern haben sie natürlich sehr viel. Und in der Ukraine haben sie angeblich 5 Milliarden US-Dollar reingebuddert, um Regime-Change zu machen. Regime-Change und natürlich auch Wahlbeeinflussung ist auch eine Spezialität der Amerikaner, nicht nur der Russen, wohlgemerkt. Trump ist ohnehin
Gefährtin mit dem Kremlin-Gate, wie gesagt, die Escort-Girl da, Rybka, mit Deripaska, das im August 2016 soll sich auf seiner Yacht getroffen haben. Ist auch eine spannende Geschichte. Der Paul Manafort ist der Ex-Wahlkampfmanager, steht da nochmal, wird auch nochmal untersucht von Robert Miller vom FBI, der macht jetzt die Untersuchung. Und wie gesagt, Nawalny hat das ja, der nicht Präsident werden durfte, in Russland auch nochmal aufgebreitet. Ein Video, was Sie ruhig mal anschauen sollen, können Sie auch jetzt über YouTube anfordern. Nochmal, Börsen in Osteuropa sollten Sie nicht vernachlässigen in diesem ganzen Schlamassel. 9 Börsen haben outperformed. Wir haben weiter gute Chancen, trotz dieser Spannung in Osteuropa und gerade auch im russischen Aktienmarkt. Ich habe da neue Aktien wieder vorgestellt im ESOP Tensors Aktien des Monats. Ich bedanke mich sehr, wenn Sie zugehört haben. Das ist eine spannende Zeit. Ich habe jetzt mal extra das am 2. April gemacht, denn am 1. April hätte man gedacht, das wäre alles ein April-Scherz, was ich hier sage. So eine solche Aneinanderreihung und von Eskalation, sowohl im handelsmäßig als auch in der Diplomatie, haben wir lange nicht mehr erlebt. Ja, hoffentlich wird da nichts was Schlimmeres raus. Wir haben jetzt wieder schönes Wetter hier in Hamburg, Sie waren auch lange Zeit in Amerika, habe ich gesagt, in New York, Wintereinfluss, also auch da ein bisschen verrücktes Wetter. Genießen Sie den Frühling, der jetzt hoffentlich endlich mal kommt, und denken wir mal ein bisschen drüber nach, was alles da für passiert, und lesen Sie und schauen Sie ruhig mal auch die alternativen Medien an, die haben auch interessante Berichte darüber, nicht mehr nur die Mainstream-Medien. Vielen Dank, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Aktualisierung, und es wird weiter spannend bleiben an den Börsen. Wie gesagt, bestellen Sie ruhig mal E-Stock Trends. 3 Ausgaben zur Probe kosten ja nur 15 Euro. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte gerne Daumen hoch oder auch liken und teilen. Ich bedanke mich, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Aktualisierung von E-Stock TV.